sieht so nichts. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Tomodachi Life. Nach gefühlten 3000 Jahren endlich mal wieder ein neuer Part. Und dies gleich mit einem sehr geschätzten Kollegen, den Nintendo Switch-Beutel tragenden Fabi. Er meinte, ich muss irgendeinen Hut aufsetzen und ich fand den hier viel zu lächerlich. Deswegen habe ich mich für einen Turnbeutel von Nintendo entschieden. Geil. Ich bin froh, dass ich den noch nicht als Turnbeutel benutzt habe, sonst würde es da rausstinken. So. Ich weiß schon. Was jetzt? Ich denke natürlich, was macht er und Tomodachi Life? Naja, wir erstellen ihm gleich ein Mii. Zuerst muss die Probleme mit um meine Mies kümmern, das geht aber ganz schnell. Und danach darf er sein Mii erstellen. Und so siehst du nichts. So ein Mist. Nee, das ist schon, das ist schon cool. So. Ach. Oh Mann. So, ich habe mit Kay gestritten. Ja, das ist natürlich ganz kritisch. Ja, dann müsst ihr erst weiter tragen. So. Da hat einer Hunger. Da, nee, nicht Hunger, die will ich erst mal beruhigen, weil die so viel gestritten hat. Oder genau. Ja, ist gut, ich habe das gerade auch verstanden. Und die will ich einfach beruhigen. Und wie beruhigt man sich am besten? Mit einem schönen Badeset. Schenk ihr den Kuchen, dann hat sie auch gleich was gegessen. Also gut, das Ding ist, Essen hilft nicht zum Beruhigen, wenn die im Spiel dazu ist. Aber man kann jetzt erstmal Leuten beim Baden zugucken. Ja, so ist es aus. Wenn man den Turner macht, hört man. Die singt. Das ist so ganz pur, ey. Okay. Genug damit. Nein, sonst erstickst du noch am Ende. Lass das. Komm, ich. Lass das. Lass das, lass das. So. Alter, darf man sich jetzt nicht mehr mal mehr in Ruhe umbringen? Nein, leider nicht. So. So, was? Ich sehe dich mal wütend und jetzt verträgt es sich im Bademann vielleicht mit Fail. So. Ihr seht schon erst gleich verzweifelt, glaube ich. Wir kommen mal circa so 5 Minuten zu einem Teil, wo du dir dann eigentlich hier erstellen kannst. Noch entschuldigen wegen neulich. Und keine Angst, sie werden auch noch ein neues Let's Play oder was alles anfangen, wenn du magst. Cooles. Ja, so bla bla blub. Und so, die Wupp, haben die sie da vertragen. Stimmt's? Bestimmt, keine Ahnung. Ja, es ist gut gelaufen. Ja, wunderbar. Freut mich doch. Es ist ja schön, dass ihr was wieder gut verträgt. Ne? Definitiv. Beutel. Also, das hat deutlich mehr Würde. Vergleicht es mal, ja. Diese Mütze hier, ja, das ist schon fürchterlich. Deswegen lieber. Leute, schreibt mal in die Kommi, Beutel oder Mütze. Ja, und das, was am meisten genommen wird, sieht ab jetzt bei seinen Displays an. Ja. So, auf ein Spielchen. Das, weißt du was? Das Spielchen machst du jetzt mal, dass wir das tun. Die Aufgabe ist, fängst du das Item, bevor es auf dem Boden landet, darfst du es behalten. Das heißt, du musst mit dem Stift einfach draufklatzen, dann sobald es runterfällt auf die Hand. Es geht los. Schade. Ja, das war zu spät. Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. Schade. Das war zu früh. Und, hat's Spaß gemacht? Schade, schade. Nein. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Ich bin so aus dem Spiel zum Teil. Also zum Teil sind das erst so richtige bescheuerte Spiele. Zum Teil sind die ganz lustig, zum Teil aber auch nicht. So. Im Prinzip geht man dann immer so durch und schaut, was die ganzen Mies für Probleme haben, klärt die und all dieses ganze Zeugs. Wir haben uns den aber heute fügen wir noch dein Mies hinzu. Und jetzt ist hier gerade ein bisschen mehr los, weil ich jetzt das über Monate gespielt habe, als ich da war. Man kann Mies klären. Vielleicht sollte ich also nicht ganz in dem Sinne. Also Mies können untereinander, wenn sie über 18 sind, Kinder bekommen. Ja.
Dabei ist wahrscheinlich so viel Erotik wie in die Sims. Doch weniger, was sein, weil das Spiel ist ab 6 oder 0 freigegeben. Allerdings, ja, können die Kinder bekommen. Ist bei meiner Insel noch nichts passiert. Wir haben nur ein verheiratetes Haar. Haar. Wer kennt nicht die verheirateten Haare? Das wird das ja, wie es ist, mit einer, wir haben Zusorgen. Uns wunderbar verstanden In-game. Und sind jetzt miteinander befreundet. Sieht ja schön aus. Nee, dann tun wir lieber das Mikrofon hier. Das beobachtet die Cappy. Nicht, weil die da unten runterfallen müsste. Ha! Es steht! Das ist nicht. So, komm, wie versenken Sie ein. Achso, nee, stopp! I! Nein! Ein Objekt versenken wir. Was wollen wir denn? Ein Laufbahn-Sport ist immer gut. Bitteschön. Keine Angst, wir kommen gleich zu einem aktiven Teil, wo du da Mii machst. Es dauert nicht mehr lang. Keine Angst. Ich habe wieder ein Badeset erhalten. Wunderbar. Ich glaube, du hast das Spiel Prinzip noch nicht ganz verstanden. Glaubst du, dass die Menschheit noch mit Elektrizität arbeitet, wenn du fertig bist? Ja, das sind tatsächlich so Nebenquests, die muss man machen. Und das war mal dieses tolle Mii hier. Dieses tolle Mii an hier. Ich wäre so gern mit Ubo befreundet. Ich wäre gern mit Ubo befreundet. Ich stelle dir das vor. Man sieht das von den Mies quasi das Leben beibringen, indem man denen halt mit jeder Kleinigkeit hilft. Und zwar mit was Intellektuellen. Intellektuell ist immer gut. Manchmal stellen sich die Mies sinnvoll an, und manchmal nicht so sinnvoll. In dem Fall nicht so sinnvoll. Ach, kommst du denn darauf? Guck dir den nochmal an. Der und intellektuell, das passt nie zusammen. Das sieht aus wie ein Ulf. Tja. Dass das Erfolg hat, ist ein Wahnsinn. Siehst du? Man soll Leute nicht nach dem Äußerlichen hier in die Schublade werfen. Leute. Ein kleines Dankeschön. Sieht man gar nicht in Nintendo Switch Logo. Haarfärbespray erhalten, yay. Yeah. Damit kann ich nicht die Haare färben, das hat auch was. Ja, kannst du. Das muss der aus Klo, glaube ich. Kannst du dem Ulf hier mal die Haare färben? Ulf muss, glaube ich, aufs Klo da. Ah, ne, der will spielen. Nee, dann bleibst du wieder dran. Hast du Lust auf ein Spielchen? Du hast Lust auf ein Spielchen. Nee. Und zwar, sag mal, jetzt müssen wir Klopfringkampf, dass das funktioniert. Kannst auch hier oben auf dem Bildschirm schauen, wenn es dir einfacher fällt. Ja, aber was muss ich denn machen? Einfach so fest auf den Tisch hauen, dass die anderen runterkommen. Wir haben gewonnen. Es ist eine Prügelei. Im Prinzip. Nur, dass man die ganze Zeit nur so auf die Essen mehr weniger ab. Was willst du nehmen? Klein, mittel, groß? Nimm doch den großen. Das dürfte eine große Belohnung sein, oder? Ein Bonsai. Was auch immer das ist. Ein Baum. Ja, so viel habe ich auch gesehen. Ich frage so, was für ein Baum? Das ist eine gute Frage. So, jetzt habe ich gleich geschafft. Und dann ist der wieder Mii. Krass. Komm, spielen wir. So, hier haben wir KU, der möchte auch spielen. Achso, was möchte der denn spielen? Das Mii Pixel Quiz. Wer verbirgt sich hinter der Verpixelung? Verbirgt sich, ganz genau. Ah ja, okay, das muss ich machen, weil das sind Einwohner. Wer könnte das sein? Das sieht mir sehr nach Key aus. So, ne, auch mit der Brille. Oder was hast du denn? Nee, Haarfarbe ist anders. Es dürfte Uwe sein. Die richtige Antwort lautet. Es ist Ki. Haarfarbe ist anders. Ich habe von Anfang an Uwe gesagt, wie alle will. Na gut, du kennst die anderen Charaktere nicht, deshalb. Ich kenne keinen Charakter. Na gut, das sind natürlich alles Abonnenten, das dürfte Spongy sein. Die richtige Antwort lautet. Oder? Spongy. Sehr schön, das kommt ins Thumbnail. Nein. Und der letzte verpixelte Einwohner. Was dann, ob ich ihn auch richtig errate? Wer könnte das wohl sein? Das ist Gamer, weil Sun hat nicht irgendwie sowas Rotes. Der
vorüber. Bam. Ich finde, Mies sehen ausnahmslos hässlich aus. Das stimmt. Übrigens, ne, auf der Gamescom haben wir jetzt Sustin, mal ganz linke Sustin 2019 angekündigt gehabt. Und, Justin 2019. Sust Dance 2019. Und das ist halt für die Nintendo Switch und für die Wii. Ich war in Just Dance ja immer viel besser als der David. Dadurch, dass ich nur auf der Couch gelegen bin und und den Controller richtig gehalten habe. Ich sehe schon, das riecht nach einem Sust Dance Battle. Ja, meinetwegen, aber nicht vor laufender Kamera. Möchte gern ein Bad nehmen. Das wäre ein bisschen zu cringe, ne? So, was willst du? Ich möchte gerne ein Bad nehmen. Ja, dann. Kann ich mal das mal beim Baden zu sehen. Badeset. So, hier, neben Bad. Der krasse also, ist er, das ist halt einfach noch für die Wii. Aber nicht mehr für die Wii U. Weil wenn ich eine Möglichkeit hätte, würde ich das dann doch wieder für die Wii kaufen, weil... Aha, hast du ein Foto gemacht? Weil... Ah ja, okay. Ich hinterfrag's mal nicht weiter. Zurück da von der Kamera raus, aber du bist jetzt dran mit deinem Mia stellen. Jetzt hat er mich mit der Mappe gehauen. Sehr nett von dir. Das benimmt sich gerade leicht komisch. So, was haben wir denn hier? Grillparty, Tomodachi Quest, gehen wir zu dem Turm und tun unser Geld einzahlen und dann darfst du ja Mia stellen. Wenn ihr öfter gerne solche lustigen Parte wollt, dann erstmal ein Like da. Und vielleicht findest du irgendwo immer so einen Turnbeutel-Ganzkörperanzug, dann bekommt ihr den das nächste Mal. Hat doch was, ne? Was will denn hier? Kannst du als Werbe mal kotzen für Nintendo arbeiten, wenn du mit dem Turmbeutel los Münzen läufst. So, uns wissen jetzt erst ganz viele Leute. Wie gesagt, sein Mii kommt heute noch dazu. Ihr könnt gerne auch euer Mii den QR-Code davon checken. Dann kann man euer Mii auch einfügen. Oder wenn ihr Freunde habt, fragt, ob die Mii haben. Umso mehr Leute reinkommen, umso lustiger wird der ganze Bums hier in diesem Spiel. Macht's nicht. Er will eure Mies vergewaltigen. Ja, genau. Mach es auch täglich in jedem Spiel. So, jetzt erstellen wir dir ein neues Mii. Wir machen meinem im Rathaus. Und zwar aus Foto erstellen. So. Du bist männlich? Gar nicht. Und das hast eine relativ helle Hautfarbe. Deine Augenfarbe, schau es mal an. Die ist grün, würde ich sagen. Komm doch. Die oder die? Die rechts. Die rechte. Der ist hell. So. Scheiße. Mal sehen, was es daraus jetzt für ein Mii macht. Das ist cringe. Sieht aus wie so eine Reinraumkleidung. Ja. Du bist 1 zu 1, du. Am besten doch mit dem Mund. Nein. Das kommt am besten in. Nur das. Klar. Siehst du? Was wollen wir denn noch umändern? Ich hasse. Wie groß bist du schon? Vor dein Alter. Alter, ich bin gerade mal 1,97 groß, ja. Gut, das passt. So. Fabi. LOL. Das war sein Nachname, Mann. Spitzname ist einfach nur F. Okay, das ist der Fabi.
Schauen wir uns das mal an. Ich glaube, ein Dark Souls No Damage Run ist einfacher als das hier zu ertragen. So, wann willst du Ingame Geburtstag haben? Kannst, such dir irgendwas aus, muss ich dein Essen nehmen. Am 6.9. Okay. Ich bin Fabi Null. Also ich bin definitiv Fabi. Alle nennen mich nur Fabi. Ich bin Fabi Null. Alle nennen mich nur Fabi. Das ist deine Stimme? Auf jeden Fall. Oder die? Ich bin Fabi Null. Die Oma. Ich bin Fabi Null. Die Stimmen klingen alle scheiße. Du handelst ja. Das kannst du eigentlich selbst machen. Wie handelst du? Musst einfach das Klicken im Bömpel, so in welche Richtung es am ehesten geht. Nee. Du hast da tollen Beutel abgesetzt. Ja. Aber weißt du, was man auch krasses machen kann? Zum Beispiel sich hier im Kabel verheddern. Und kann den auch als Brustbeutel so hernehmen, so. Wenn du hier eine Seite hin tust. Hier eine Seite. Du hast einen geilen Brustbeutel. Ich finde es schade, dass es bei insgesamt nicht noch weiter nach links geht. Findest du? Also ich finde schon, dass ich irgendwie speziell bin. Nein. Das war nur das Bild an. Das ist nicht speziell. Also, du bist nüchtern. Erster Eindruck, selbstbewusst, Charakter, Firmnis, ehrgeizig, ungeduldig, direkt, ergebnisorientiert. Arbeitet aus Überzeugung hart, drängt sich hochgesteckte Ziele am liebsten an, ist manchmal aber sehr verplant. Also verplant bin ich schon mal. Hochgesteckte Ziele habe ich nicht. Eher so gar keine. Und, ja. Na dann, ja, siehst du. Arbeiten tue ich sowieso auch nicht. Hier wohnst du jetzt. Ist doch toll, jetzt bist du in diesem Spiel drin. So, kannst du später mich jetzt hier rausschneiden und so einen Plop machen? Damit du draußen bist? Ja, und im Spiel. Verstehst du? Und da im Spiel drin bist? Ja, genau. Und dann musst du mir die ganze Zeit mein Gesicht geben. Okay, wir hören jetzt mal auf, hier irgendwie einen Hollywood-Film zu drehen. Okay. Ja, macht doch was mehr Sinn. So krasses Net-Effekt habe ich denn auch nicht. Also Leute, ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Part. Von, weißt du noch, wie das Spiel heißt? Ich kann auch nicht so gut lesen. Live Tacit Homo. Thomas Dax. Leben. Thomas Dachs Leben, ganz genau. Das war der aktuellste Part hier von was? Thomas Dachs Leben? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es ist ein Part, das ist echt so. Und ciao.